Am 4. und 5. Dezember 2014 fand in der französischen Botschaft in Deutschland ein Symposium zum Thema Biomaterialien für die Medizin statt. Diese Veranstaltung wurde in Kooperation mit herausragenden Partnern der drei Länder des Weimarer Dreiecks organisiert: der Universität Grenoble, dem Max-Planck-Institut in Potsdam und der Technischen Universität Warschau. Das Symposium wurde vom polnischen und vom französischen Botschafter in Deutschland eröffnet. Über 140 Teilnehmer, darunter Vertreter französischer, deutscher und polnischer KMU, nutzten die Veranstaltung für einen Austausch über diesen für die Medizin so zukunftsträchtigen Sektor. Ja, Biomaterialien sind einerseits Materialien, wie sie die Natur gestaltet, also alle unsere Körperteile, Pflanzen und so weiter, aber auch Materialien, die wir technisch herstellen, um Krankheiten zu bekämpfen, um Probleme in unserem Körper zu reparieren, nach einem Knochenbruch zum Beispiel. Dans tout traitement médical, on a besoin à un moment donné de remplacer des matériaux du vivant par des matériaux pour le vivant. Dans un premier temps, on a utilisé comme biomatériaux des matériaux qui étaient plutôt des matériaux dérivés d'autres secteurs industriels, comme par exemple l'aéronautique. Et le souci principal, c'était que ces matériaux soient biocompatibles. Et actuellement, on a vraiment une ingénierie des matériaux qui sont vraiment à destination des applications médicales. Ces biomatériaux servent à faire des prothèses osseuses, à faire des prothèses cardiaques et à développer des matériaux qui, d'une certaine manière, vivent mieux avec le vivant qui les entoure. Des valves cardiaques, des stents, des zones de refabrication osseuse, ça les aidera à mieux marcher, à avoir un cœur qui marche mieux. This is interdisciplinary field like biomaterials, so we need really strong collaboration not only between engineers and medical field people, but also between different countries, because we are specialists in different aspects in different countries. So if we combine our expertise, we'll be more close with new solutions for the patients. Also gerade, dass wir hier an einem konzentrierten Ort, auch an einem historisch so spannenden Ort wie neben dem Brandenburger Tor in der französischen Botschaft zusammenkommen, gibt uns die Möglichkeit, Projekte für die Zukunft zu entwerfen und auch den Stand des Wissens in diesen drei Ländern zu vergleichen und uns gegenseitig auf den gleichen Stand zu bringen. C'est une conférence très intéressante par sa taille. Les gens ont le temps de discuter entre eux, de parler avec les étudiants devant les posters. Par la variété des compétences qui sont présentes, dans ce domaine-là, il y a de la place pour tout le monde, mais pas tout seul. Il faut que les médecins travaillent avec les biologistes, travaillent avec les physiciens, les chimistes, les gens de la science des matériaux, les ingénieurs. Et c'est cette variété de compétences qui rend la chose particulièrement intéressante, et il est rare de l'avoir réunie au même endroit.